Weiter geht's in News Cycle und in heutigen Folge wollen wir uns um die Suppenküchen kümmern. Welche Nahrungsmittel verarbeiten wir zu Suppen oder zu einfachen Rationen? Wie viel Moral kriegen wir daraus und wie steigern wir damit hoffentlich die Effizienz unserer Produkte und Betriebe, dass wir hier einfach mehr rausbekommen. Wozu ist das Ganze gut? Nun, wir spielen auf schwer und bereiten uns hier auf den Winter vor. 10 Tage harter Winter, wo wir kein Einkommen über unsere Nahrungsmittelversorgung bekommen. Das heißt, die Nahrungsmittel müssen wir alle auf Lager haben. Und wo wir gerade beim Thema Lager sind, ist natürlich die Frage, wie viel Lagerkapazität haben wir? Und das sehen wir hier. Das ist insgesamt 1300 haben wir jetzt genutzt und wir haben insgesamt 3000. Wir kriegen, und das ist das Entscheidende, alles mehr oder weniger auch im Winter, außer Essen. Bei Nahrung bin ich mir nicht 100% sicher. Was wir kriegen würden, ist sowas wie Jagen und so. Das könnten wir machen. Haben wir aber im ersten Winter nicht, weil wir noch nicht im zweiten Zyklus sind. Und das sind die beiden Punkte, die wir versuchen werden, jetzt zu drehen. Nummer 1, wir müssen gucken, dass wir in den nächsten Zyklus kommen. Dabei dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass wir natürlich auch die Moral hier entsprechend hochhalten, dass wir die Leute nicht abhauen, dass die Leute nicht aufgrund von Gesundheit wegsterben und so weiter und so fort. Also da gibt es unheimlich viele Punkte zu beachten. Trotzdem müssten wir schauen, dass wir, und das sehen wir hier, möglichst schnell in diesen New Cycle kommen, damit wir vielleicht sogar Fleisch und Fisch und sowas produzieren können im Winter. Was allerdings auch wiederum Probleme verursacht, denn um da reinzukommen, müssen wir die entsprechenden Bevölkerungen haben, die wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bekommen werden, wenn wir hier, ich glaube, das war hier, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es gibt in dem Spiel so unglaublich viele Statistikfenster. Wo war's? Da, die Attraction nicht haben, dann kommt auch keiner. Ja, also es gibt unheimlich viele Rädchen, an denen wir drehen müssen und der erste Schritt ist jetzt erstmal, und jetzt machen wir weiter, Bau der Suppenküche und darüber werden wir uns jetzt Stückchen für Stückchen weiterentwickeln und gucken, was wir machen. Was ich allerdings trotz alledem gerne hätte, ich bin am Überlegen, ob wir ein zweites Sammellager bauen für Stein, damit wir einfach schneller bauen können und auch schneller Sachen kriegen können, also ein zweites Sammellager und nebenan auch gleich ein Lager bauen. Ich zeige euch das mal hier in der Technologieübersicht. Wir können ja mittlerweile auch ein Lager an sich bauen, um eben den Lagerbestand für unsere Leute zu erhöhen. Ja, wir gucken uns das mal an. Das heißt, wir haben die Möglichkeit mit einem, Entschuldigung, ich meine natürlich das Feldlager. Das kostet halt nur 14 Baumstämme und die haben wir noch auf Lager. Und wir könnten ein Lager bauen mit 9, eine kleine Struktur zur Aufbewahrung überschüssiger, erhöht die maximale Lagerkapazität. So, das sind so die Sachen, wo ich mir denke, das würde durchaus Sinn machen. Jetzt müssen wir halt mal schauen, wo wir hier potenziell noch Steine und Holz haben. Ja, das ist halt nicht allzu viel. Hier hinten haben wir Eisen. Wir bräuchten eigentlich noch Stein, ne? Das ist eigentlich nur hier. Das heißt, wir könnten das an die Kante bauen. Das ist jetzt aber auch nicht allzu schön. Haben wir hier hinten eventuell noch einen besseren Point? Ich will halt an dem Stein, ich will halt an den Stein jetzt nicht noch weiter rumgraben. Dann wenn wir uns das Feldlager mal anschauen. Ach guck, die sind sogar leer, die Steine. Ja, ich weiß nicht, ob die sich tatsächlich nochmal auffüllen. Das heißt, wir kriegen da so und so jetzt gerade nichts mehr raus. Am Ende des Tages müssen wir jetzt so und so ein neues Feldlager bauen. Also steht diese Option überhaupt gar nicht zur Wahl, ob wir das machen wollen oder nicht. Wir müssen es machen. Wir bauen, wie gesagt, direkt nebenan. Ach du Heiligsblechle, ist das Ding groß. Das kostet echt nur 9 Baumstämme. Pass mal auf, dann machen wir das. Nee, wir setzen das dahin und gucken, dass wir hier den Weg runterkriegen und dann irgendwo hier hinten blub blub in unsere Siedlung reinkommen. Alles klar.
Gut, dann können wir schon mal weiterbauen. Das ist halt wichtig, dass wir jetzt unsere Steine bekommen. Haben wir hier noch die Notwendigkeit, Steine... Nee, es sind hier erstmal nur die Bretter, das ist gut. Dann können wir an zwei Fronten jetzt gleichzeitig bauen. Einmal hier vorne, da brauchen sie jetzt erstmal nur Holz. Das müssen sie jetzt ausbauen. Ihr seht, da tragen sie jetzt schon die Sachen hin. Und hier vorne können wir jetzt das Suppenküchlein bauen, wenn wir die notwendigen Bretter dafür haben. Die werden gerade produziert. Okay, gut. Dann können wir ja ein bisschen schneller machen. Viel mehr können wir jetzt aktuell nicht machen. Und dann müssen wir uns halt auch entscheiden gleich. Und das ist die nächste harte Entscheidung, die wir treffen müssen. Geben wir etwas für Hütten aus? Oder ersparen wir uns die Hütten bis in New Cycle? Und hoffen, dass wir irgendwie auf 40 Leute kommen gehen wir direkt in den New Cycle, um vielleicht sogar für den Winter vorbereitet zu sein, um dann im Winter die Hütten zu bauen, in der Hoffnung, dass die Leute da nicht sterben, weil es zu kalt ist. Also ihr seht, es ist hart und wir müssen schwierige Entscheidungen treffen und gucken, dass wir das hier überleben. So. You did well, the innocent. You ja. Really did. Ich weiß. Ich liebe mich auch. Euch auch. So, da wird gebaut. Hier vorne ist das Lager fertig. Das ist mega. So, jetzt muss ich einmal schauen, was das hier gebracht hat in der Lagerverwaltung. Das heißt, wir sind jetzt bei 18.000. Sehr, sehr, sehr gut. Damit haben wir mehr als genügend Pilzproduktionsrate hier übrig. Das ist sehr schön. Jetzt gucken wir mal. Er hat hier... Steine, da werden wir mal den Fokus drauflegen. Und wenn der hier hinten nämlich keine Steine hat, dann können wir die hier auch rausziehen. Dann brauchen wir die da nämlich nicht drin haben. Und dann haben wir vor allen Dingen, tut mir leid, dieser Pausenknopf, der stört mich ein bisschen. Dann können wir da ein bisschen den Fokus drauflegen. Hier im Lager könnt ihr übrigens auch noch eine ganze Menge einstellen, was für ein Vorrat es gibt. Die Lagergrenze hier. Ihr seht, hier vorne gibt es nochmal ein 3000er Lager. Hier gibt es ein, verzeiht bitte. Nochmal 15.000 obendrauf. Wir können die Verbrauchsgüter einstellen, die Lagergrenze. Wichtig ist mir, dass wir halt möglichst viele Pilze kriegen. Und da will ich jetzt durchaus die Grenze ein bisschen höher machen, dass wir hier genügend Pilze haben, herstellbare Sachen. Das heißt, also wir können das hier wirklich sehr detailliert einstellen. Wir können es nicht ausschalten. Wir können es aufwerten auf den nächsten Rang. Ja, das kostet euch ein bisschen Draht und so ein Zeug. Wir werden uns das jetzt mal ersparen, weil wir es nicht haben. Weil wir es nicht brauchen. Ja. Gut, so, Steine kommen wieder, Holz auch. Jetzt haben wir ein paar Bretter auch auf Lager. Und jetzt ist die Suppenküche fertig. Wichtiger Moment. Wir werden jetzt hier einmal die normalen Sachen produzieren. Ich habe es euch ja schon mal gezeigt. Ihr könnt hier oben auf die Bevölkerung gehen und dann seht ihr hier vorne bei den jeweiligen Sachen an erster Stelle, an zweiter Stelle, je nachdem, wie man sieht, 1, 2, was ihr für Sachen grundsätzlich habt. Es gibt einmal die normale Mahlzeit, die hat einen Moraleffekt-Modifikator von 1 und die angemessene Mahlzeit, die hat einen Moraleffekt-Modifikator von 1,5. Das ist schon mal eine gute Sache. Da produzieren wir allerdings, oder das können wir noch nicht produzieren, wir können die einfache produzieren. Wasser gibt es hier jetzt nicht so viel mehr im Moment. Vielleicht gibt es auch irgendwann, keine Ahnung, Premium-Wasser mit Zitronen... Entschuldige bitte, Premium-Wasser mit Zitronengeschmack oder so ein Kappes. Keine Ahnung, weiß man nicht. Sehen wir dann. Und hier habt ihr auch die Verteilungsrate. Und das müssen wir jetzt entsprechend mit der Produktionsrate so ein bisschen anpassen. Und vor allen Dingen ist jetzt wichtig, dass wir uns ein bisschen die Moral erhöhen. Warum haben wir denn jetzt... Haben wir immer noch die Erneuerung drin? Echt? Ach, das läuft noch. Ah. Ich könnte schwören, dass das schon... Ist das ein... Ist das eventuell... Also jetzt müssen wir mal überlegen. Die Regenfälle dieses Jahr haben ausgereicht, um die Ressourcen des Landes zu erneuern. Erneuerungsrate 100%, das gibt einen Moralbonus. Ich beschwere mich jetzt nicht. Das matcht aber nicht mit dem hier. Ich würde jetzt tatsächlich mal davon ausgehen, ich spiele hier eine Presse-Preview-Version, dass das hier oben vielleicht oder das hier unten links oder hier rechts, eins von beiden passt nicht zum anderen in meinen Augen. Also eins von beiden ist jetzt ein Bug. Wir tun mal so, als wenn das Ding nicht da wäre. Das ist jetzt für uns natürlich gut, dass es da ist. Denn hier steht ganz klar extreme Dürre. Und hier steht,
wir haben ganz viel Regen gehabt, dass wir super tolle Ressourcen bekommen haben. Das ist so ein Startmodifikator, den ihr am Anfang bekommt. Ich weiß nicht, ob der nach jedem Laden eines Safe Games da sein sollte. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so, dann ist das gut für uns. Beschweren wir uns jetzt einfach mal nicht, sondern nutzen den mal. Und normalerweise hätten wir jetzt hier 40 weniger. Dann wären wir auf 0. Und dann müssten wir gucken, dass wir hier ein bisschen höher kommen. Und meine Idee wäre zum Beispiel, auf die zusätzlichen Rationen zu gehen. Im Moment können wir uns das ersparen und uns das wirklich mal auf Lager legen. Und wie wir das machen, wir machen erstmal hier die normale Suppe. Und jetzt könnt ihr hier überlegen, was ihr hier braucht. Ja? Das heißt, ihr könnt das aus Fisch machen, Fleisch, aus Gemüse und aus Pilzen. Wir nehmen in dem Fall die Pilze. Das wird allerdings auch ein bisschen Wasser verbrauchen. Und jetzt packen wir die Leute hier rein. Und werden mal einen Tag abwarten und dann gucken wir uns die Produktionszahlen an und werden gucken, dass wir das so ein bisschen aufeinander abstimmen. So, jetzt sind wir im Sommer. Sehr gut. 10 Tage rum. Damit sehen wir auch Frühling. So, jetzt haben wir den einen Tag, jetzt haben wir den einen Tag geschafft. Wir haben ein Kind bekommen. Jawohl, zählt er schon als Erwachsener. Schade. Schade, schade, schade. So, also, das heißt, wir haben jetzt an Produktion immer noch nichts. 43 am Tag. Wasser ist auch noch nicht mehr geworden. Dann warten wir nochmal ab. Und ich würde jetzt gerne gucken, dass wir weitere Wege bauen. Ich würde nämlich gerne mit den Wegen bis da hinten hinkommen. Nach Möglichkeit, dass wir hier dieser Sammellager und so weiter anschließen, dass wir uns hier in diesem Bereich weiter ausbauen können. Wir haben viele Ressourcen dafür zur Verfügung. Und er sagt hier immer noch Produktion 0. Na, dann müssen wir auf den nächsten Tag nochmal warten. Okay. Dann bauen wir jetzt erstmal den Weg hier hin. So. Da reichen die Steine nicht mehr. Okay, alles klar. Gut, dann können wir jetzt schon mal checken, ob wir hier eventuell bei der Gesundheit ein bisschen besser dastehen. Noch nicht wirklich, ne? Nahrungsverteilungsrate, Arbeitskräftezustand, Wasserverteilung. Da könnten wir auf zusätzlich gehen. Dann müssten wir aber noch... Ja, noch reicht's, ne? Wir gehen mal auf regulär. Wir sind bei 158 Wasser. Ja, das müsste reichen. Gucken wir mal, wie viel das hier an Wasser braucht. Und hier sind wir bei der Verteilung von niedrig und da würde ich jetzt auch auf regulär gehen. Wir produzieren oder wir brauchen dann 52 aktuell und produzieren hier 43. Das ist immer noch ein bisschen weniger. Das heißt, wir müssen noch eine zweite Suppenküche. 26 am Tag sogar nur. Ja, wir brauchen definitiv noch eine zweite Suppenküche. So, einmal drehen mit R. Das können wir direkt hier oben an den Weg anschließen, dann brauchen wir den zumindest nicht. Alles klar. So, jetzt brauchen wir ein paar Steine. Wie sieht es hier hinten aus, steinmäßig? Ja, 3000 haben wir noch genug. Sehr gut. So, Steine passt. Der Bau einer Suppenküche wurde begonnen. Und ich würde wahrscheinlich als nächsten Punkt doch wirklich die Wohnungen hier erforschen, also die Hütten. In eine Hütte gehen 10 Leute rein. Das heißt, wir können insgesamt 4 Hütten bauen. Dann kriegen wir hier nochmal einen kleinen Bonus für unsere Leute. Und dann könnten wir es... Na, jetzt ist der Modifikator nämlich weg. Dann könnten wir es mit viel Glück mit den Hütten auf die notwendigen 26 schaffen, um dann hier den Bonus zu kriegen. So, jetzt gucken wir erstmal... Jetzt produzieren wir 36 am Tag. Wunderbar. Verbrauchen aktuell 21. Das war noch der alte Wert, oder? Ja, genau. Wir sind jetzt bei 52. Die Frage ist, wie viel Pilze produzieren wir? Wir sind bei 66. Das Doppelte sind immer noch nicht 144. Das heißt, wir würden am Tag immer noch 10 auf Lager legen. Wir brauchen aber auch 126 Pilze dafür. Also wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir
die Produktion der Suppen wirklich so anpassen, dass die maximal beim Verbrauch liegt und definitiv nicht höher. Und wir sollten auch gucken, dass wir vom ersten Winter die Verteilung nicht auf zusätzlich bringen. Das können wir dann machen, wenn wir im nächsten Jahr zusätzliche Produkte haben. Okay. Gut, dann werden wir als nächstes in dem Technologiebaum, werden wir dann doch die Hütten erforschen. Ich glaube, das macht im Moment mehr Sinn. Und dann schauen wir, dass wir, wenn wir hoffentlich genug Steine haben, hier hinten in die Richtung die Steinproduktion bringen, dann schließen wir das hier ans Lager und ans Straßennetz erstmal mit an. Alles klar. Gut, nochmal ein bisschen schneller. Und dann gucken wir mal, dass der fertig wird. Wie geht's euch hier hinten? Ja, die produzieren, die haben noch 1400. Im nächsten Frühjahr würde dann hoffentlich mehr dazukommen. Was habt ihr noch? 600. Da müssen wir natürlich auch drauf achten. So, jetzt können wir ein bisschen langsamer machen. Jetzt ist die Suppenküche fertig. Jetzt verbraucht 53, 24. Genau. Das heißt, wir wählen das. Das. Und werden hier bitte 19 zusätzlich nehmen. Wir brauchen die, ne? Bauen die 4 Leute. Ja. Dann sind wir immer noch nicht ganz bei der Produktion. Bei der Mahlzeit decken den Bedarf noch nicht 100% ab. Aber das ist schon etwas besser. Okay. Forschung. Können wir machen. Einmal die Forschung beginnen, bitte. Und dann können wir schon mal schauen, was wir für die Häuser bauen. Ah, wissen wir noch gar nicht. 15 Elektrizität braucht das. Heidewitzka. Das ist natürlich fies. Okay, weiter geht's. Jetzt brauchen wir 120. Wir legen also 20 auf Lager. Wir würden also mit dem, was wir jetzt haben, hinkommen. Wir müssen nur gucken, dass unsere Pilzproduktion auch ausreicht. Das ist eher hier hinten. Ne, Quatsch, der da. Alternativ habe ich schon mal geschaut vor dieser Folge. Wir hätten noch die Möglichkeit, hier noch ein Sammellager zu bauen. Hier vorne. Da könnten wir auch nochmal Pilze produzieren. Und einen ausgleichen. Das, da hinten ist alles zu weit weg. Da sind auch ein paar Rehe. Die Technologien haben wir noch nicht. Ja, es wäre halt schön, wenn wir in der Lage wären, Fische zu produzieren. Ne? Dann könnten wir zumindest die Fische nutzen. Wie sieht es hier hinten weiter aus? Ja, das ist das eine Pilzlager hier. Also das können wir noch anzapfen. Das machen wir aber wirklich erst, wenn das hier notwendig wird. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Kurz vorm Herbst. So. Forschung läuft. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. 34. 26 am Tag. 26 sind 52. Wir haben einen Verbrauch von 53. Passt also. Wir haben hier einen Verbrauch von 90. Das sollte gleich 120 werden. Das müsste also auch passen. Hier würde ich mir übrigens noch wünschen, dass das Spiel die Sachen ein bisschen schneller aktualisiert. Das passt in meinen Augen noch nicht ganz, aber okay. Gut. Wasser, 188 auf 192. Da müssen wir jetzt nochmal schauen, ob wir vielleicht beim Wasser was drehen können. Wenn wir die Verteilung auf zusätzlich machen, kriegen wir nur 3 Moral mehr. Heidewitzka. Also ich habe so das Gefühl, dass wir an der Moral vorm Sommer, vorm Winter nicht mehr so viel drehen können. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Eine Gruppe von Reisenden. Ja, cool. Mal gucken, ob die hier zu uns wollen. Wir werden erstmal weiter Wege bauen. Ich wollte ja gerne da hinten hin. Einmal lange Meter nach da, bitte. Oh, Hütte. So, gut. Jetzt müssen wir erst gucken, was die Hütte uns bringt. Und wie viel sie kostet. Das heißt, what? 15 Stein? Okay, dann werden wir jetzt auf den Bau weiterer Häuser verzichten. Weiterer Wege verzichten. Das heißt, einmal da.
einmal da. Bauen wir da bitte eine Straße hin. Das, da reicht das Holz jetzt nicht. Ja, das kriegen wir gleich noch hin. So, Fremde. Je mehr unsere Siedlung wächst, desto mehr externe Aufmerksamkeit ziehen wir auf uns. Eine Gruppe von Reisenden möchte sich uns anschließen. Ja, das werden wir tun. Dann sind wir bei 37. Das bringt uns immer noch nicht weiter. Wir brauchen 40. Wir schauen mal hin. Wie sieht es denn mit der Attraktivität aus? Wir sind bei Low. 7. Workforce Condition 10. Housing. Das kriegen wir noch weg. Healthcare. Wir sind mittlerweile über der Todesschwelle. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir werden nur krank. Arbeitskraft, Kleidungsverteilungsrate ist natürlich schlecht. Wir haben keine Kleidung. Wohnraum kriegen wir hin. Das heißt, die minus 8 kommen noch weg. Dann wären wir bei immer noch nicht bei 0. Aber das sieht schon ganz gut aus. So, die Peoples wollen erstmal was zum Wohnen haben. Das ist okay. Alles klar. Gut. Was ich mir übrigens noch wünschen würde, hatte ich das gesagt, ist ähnlich wie bei Workers and Resources die Möglichkeit, dass wir hier eine Bimmel setzen oder so. Dass wir sagen können, hey, bimmel doch hier mal, und wenn die Ressourcen leer sind, dass wir da ein Event oder eine Eventnachricht oder irgendwie sowas bekommen. Das fände ich noch ganz cool. Okay, weiter geht's. Jetzt werden erstmal die Häuser gebaut. Wir haben immer noch kein Holz. Ja. Ich will mal überlegen, ob wir eventuell hier einen zweiten von bauen. Wie viel braucht der denn? 24. Haben wir ja genug, ne? Könnten wir direkt da hinsetzen. Der ist leer. Wäre eine Möglichkeit, ne? Dann könnten wir eventuell mehr Holz produzieren. Genug Holz haben wir ja und sammeln wir momentan auch. Im Schlimmsten, könnten wir da hinten noch was sammeln. Wir machen das. Das wird direkt an den Weg angeschlossen. Ja. Einmal. Einmal dahin bitte. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen mehr Sägezeug produzieren. So, 126. Ja. Einmal einen kurzen Check-up. 1100. 72 am Tag. 10 Tage. Wir haben noch ungefähr 13 Tage. Das reicht also noch. Und der hier hinten, das wissen wir jetzt schon, der wird leer werden. 72 am Tag. Oh ja. Oh, 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 oh. Ja. Wir müssen ganz dringend die Pilze hier hinten anzapfen. Einmal darunter. Genau. Das ist wichtig. Das brauchen wir, damit unsere Pilzproduktion nicht zusammenbricht. Die drei, die da hinten sind, die müssen wir dann nämlich auf die Pilze ummünzen. Ja, und dann war es das schon, ne? Da müssen wir gucken, dass wir wirklich mit den Leuten und den Pilzen dann durch den Winter kommen. Okay. So, wir haben Bretter. Ja, die Leute können hier mal ruhig arbeiten. Das passt schon. 5 Leute noch. Wir haben noch die Möglichkeit, hier was außer Betrieb zu nehmen. Und dann setzen wir jetzt hier erstmal einen neuen Weg. Ja. Wir machen mal nur den hier. Den brauchen wir jetzt für die für die Häuser. Und die setzen wir wieder einmal dahin. Und ich hoffe, dass wir das Haus ja so setzen können. Genau. Zack. Dann haben wir hier so einen offenen Innenhof. Alles klar. So, Bretter sind leer. Das ist aber überhaupt kein Problem. Das wird auch gleich leer sein, noch ein paar Tage. Da hinten haben wir aber schon einen Nachschub. Dann sollten wir gucken, dass wir hier einen Weg hinbauen, dass der Nachschub von da hinten möglichst schnell ins Lager kommt. Okay. Ja, wir haben hier noch ein bisschen zu hohen Verbrauch. Wir müssen mal gucken, ob wir dann eventuell sogar hier
einmal runtergehen. Quatsch. Hier oben. Dass wir sogar hier die Mahlzeiten reduzieren oder die Effizienz steigern auf 26. Das sind noch 10 Punkte. Hier 5 Punkte vielleicht nochmal oben drauf, wenn wir bei 100 sind. Wenn das geht, dann sind wir noch bei 5 Punkte. Das könnten wir schaffen über massiv mehr Wasser. Die Frage ist, können wir dieses Wasser irgendwo produzieren? Die Pumpen haben niemanden, der dort rein muss. Ei, da sind ja auch nur noch 1100 drin. Das ist aber auch fies, ey. Was schafft die andere Pumpe hier? 3000. Tja. Die Renewable Rate, also die Erneuerungsrate, ist nicht sehr gut. Was ich in dem Spiel noch überhaupt nicht einschätzen kann, ist, was heißt das? Was heißt das und was bedeutet das vor allen Dingen für unsere Brunnen? Wann erneuern die sich und wie stark wird es sein? Ja? Vorige Jahreszeit, aktuelle Jahreszeit, zeigt die Produktionsstatistiken an. Wir können mal in die Statistiken reingehen und mal schauen, ob wir dort was sehen. Hier sehen wir zum Beispiel die Nahrung, die wir haben. Das sieht ja erstmal ganz gut aus. Elektrizität ist uns egal. Wir brauchen jetzt hier unten so ein bisschen was. Health wird besser. Produktion von Wasser sinkt ein bisschen. Ja, Ertrag ist über der Produktion. Das ist nicht gut. Und das dauerhaft jetzt, ne? Also wir müssen uns dringend nach neuen Brunnen umgucken. Und wir müssen das senken. Das tut mir ganz schrecklich leid, Leute. Aber wir müssen die Verteilung um 50 verringern. Es ist in dem Fall eh egal, weil wir noch keine Mutter, weil wir hier noch nichts haben. Und ich vermute, dass wir das hier auch, ich denke, zum Herbst hin reduzieren werden. Weniger als 30 geht Gott sei Dank eh nicht. Und dann müssen wir gucken, dass wir, nee, wir werden das jetzt schon machen. Wir werden nur noch auf mittlere Verteilung gehen. Wichtig ist dabei, dass wir ja nicht nur die Attraktivität unserer, oder dass wir nicht nur die Moral senken, das hat ja auch immer einen direkten Einfluss. Immer dran denken auf die Attraction, das heißt auf die Attraktivität unserer Stadt und auf das Health-Niveau unserer Leute. Ja, darauf hängt das, oder damit hängt das auch zusammen. Und wir brauchen noch 3 Leute. Dann können wir tatsächlich, wenn wir die notwendigen Wissenschaftspunkte haben, in den New Cycle gehen. Und ich hoffe, dass wir das noch schaffen. Dann könnten wir eventuell sogar mit Fleisch, Fisch und anderen Sachen arbeiten und hier die Produktion ändern. Das wäre echt mega. So, schauen wir mal, bist du hinten fertig? Nee, du bist im Bau. Ah, der hat nicht mehr so viel. Zweieinhalb Tage haben wir noch. Jetzt gucken wir uns nochmal, während die bauen, die Brunnen an, ob wir irgendwo noch Wasser haben. Da hinten. Da wäre noch... Oh, direkt daneben. Ja. Da bauen wir mal einen hin. Hier würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht noch Prioritäten vergeben können. Das wäre nochmal eine gute Sache. So, das zweite Haus. Da wird produziert. Holz haben wir auch. Das haben wir gesenkt. Dann erhöhen wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit und hoffen wir mal, dass wir das zweite Haus noch fertig kriegen. So, was haben wir hier? Sehr schön. Okay, der ist fertig. 1300 ist eine schöne Sache. Oh, jetzt regnet's. Es regnet, Leute. Gott sei Dank. 67. Wir werden das mal auf 1 verringern. Dann hält das noch ein bisschen länger. Und werden hier mal auf 3 erhöhen. Und dann noch ein bisschen, Zeit. Okay. 2 Tage geht's noch. Wunderbar. Die Häuser, ja. Nein, noch nicht ganz. Die Häuser noch nicht fertig. Essen steigt. Nahrung steigt. Wasser. Noch nicht.
Der Brunnen wird voller. Und der Brunnen, der wird jetzt auch voller. Wie sieht es hier unten aus? Wir sind leider immer noch bei einer extremen Dürre. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen besser wird. So, jetzt sind die hier auch drin. Und jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht... nee, das sind nur 8. Also wir kommen auf 10. Aber wir kommen selbst mit 10. Dann sind wir bei 12. Dann fehlen immer noch 14. Ja, wenn wir auf zusätzliche Rationen gehen, könnten wir das schaffen. Aber ich glaube, das macht jetzt im Moment keinen Sinn. Wir bleiben da, wo wir sind. Hoffen, dass noch 3 Leute kommen. Wir gehen nochmal auf die Attraktivität. Ei, minus 38. Tja, wir werden das in der nächsten Folge nochmal ausprobieren. Wir werden vor dem Winter nochmal unsere Distributionsrate erhöhen und hoffen, dass noch einige Leute mehr in unser Dorf kommen und dass wir dann vorm Winter noch den nächsten Zyklus erreichen. Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe arge Bedenken, wenn wir das nicht schaffen, ob das Let's Play dann in der nächsten Folge sogar schon vorbei ist, wenn der Winter kommt. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Liken und abonnieren nicht vergessen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd.